أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، liebe Geschwister in Islam, die sich hier zum Freitagsgebet versammelt haben. Ohne Zweifel, der segenreiche Monat Ramadan ist kurz vor dem Abschied. Es war eine schöne Zeit, eine süße Zeit, dass man zu Allah in Anbetung, in Gehorsamkeiten verbracht hat. Jeder gläubige Mu'min hat bestimmt geschafft, in diesem Monat Ramadan diese Süße dieses Traumes erleben zu können. Nun aber sind nur noch ein paar Tage gezählt, dass er sich von uns verabschieden wird. Und es gibt immer noch, wahrscheinlich heute Abend oder in den anderen Nächten, die Wahrscheinlichkeit, dass es Laylatul Qadr sein kann. Und diese Laylatul Qadr, worüber Allah Azza wa Jalla komplett eine Sure offenbart hat mit 5 Versen, ist ein Zeichen für uns, dass wir wissen sollen, dass die Nacht der Bestimmung ein Zeichen für die Gläubigen ist. Denn Allah Azza wa Jalla sagt, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wir haben ihn herabgesandt in der Nacht der Bestimmung, den Quranul Karim. Das heißt, dass wir niemals vergessen sollen, wann Koran offenbart worden ist. Denn das Quranul Karim ist unser Buch für unser Leben. Wenn wir glücklich sein möchten, wenn wir Erfolg haben möchten, wenn wir Allahs Zufriedenheit im Jenseits erreichen möchten, können wir das nur erreichen, wenn der Koran unser Maßstab ist. Deswegen nach der Bestimmung Qadr ist auch gemeint Maßstab. Das heißt, als Muslim sagst du, ich nehme mir Maßstab, die Offenbarung, Koran und die Sunna des Gesandten, alayhi salatu wassalam. Und das sind für mich die höchsten Maßstäbe. Liebe Geschwister in Islam, Allah Azza wa Jalla hat dieses Buch offenbart, damit wir das anwenden, damit wir das praktizieren und leben, ohne dabei zu übertreiben. Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Buch uns offenbart, damit wir uns im Licht aufhalten und nicht im Finsternis. Und dass wir die frohe Botschaften in diesem Buch verbreiten sollen. Überall soll diese frohe Botschaften und diese Barmherzigkeit nutzen und diese Weisheiten und diese Gerechtigkeiten überall verbreitet werden. Liebe Geschwister in Islam, Laylatul Qadr ist auch genauso, was Allah Azza wa Jalla sagt, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Und was weißt du über die Nacht der Bestimmung? Und er antwortet selber, nachdem er das gefragt hat, لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Dass die Nacht der Bestimmung besser ist als 1000 Monate. Das heißt, du hast vieles verpasst. Du hast vieles falsch gemacht in deinem Leben. Aber jetzt vor dir, wahrscheinlich diese Nacht oder in den kommenden 3 Nächten, was noch übrig geblieben ist, dass du sollst dich bemühen, das, was du in deinem Leben verpasst hast, mit einer Nacht, mit einer Anbetung zu bereinigen und zu verbessern. Denn Allah Azza wa Jalla wird dir Belohnung geben, als hättest du 1000 Monate Anbetung zu Allah Azza wa Jalla gemacht. Deswegen für die Leute, die bis jetzt versucht haben, in Itikaf zu gehen, in Ibadah zu bleiben, in die Gebete zu kommen, Nachtgebete zu verrichten, Tarawih und so weiter, ist jetzt eine goldene Gelegenheit, dass sie diese Nacht und die restlichen Nächte in Gehorsamkeit zu bringen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und zum Abschluss sagt auch Allah Azza wa Jalla, dass Engel herunterkommen und mit ihnen auch der größte Engel, Jibril alayhi salam, und dass sie bringen Verschonung. Das heißt, dieses Salam ist Verschonung und wird berichtet in verschiedenen Hadithen, Überlieferungen, dass die Salaf, die Gefährten gesagt haben, der Iblis
kommt jeden Morgen, wenn die Sonne herauskommt vom Osten, so kommt der Shaitan von den Hörnern raus, zwischen den Sonnen, wo er Osten und Westen ist. Außer am Laylatul Qadr morgen, da wird der Shaitan sich nicht blicken lassen. Warum? Weil so viele Engel auf der Erde sind, so viele Segen und Verschonung ist auf der Erde, dass der Shaitan sich gar nicht blicken lässt. Deswegen sollten wir dieses Ziel von Laylatul Qadr verstehen, dass das mein Maßstab ist mit Quran und Karim, dass das eine Gelegenheit für mein Leben ist und dass du wirst verschont, wenn du diese Religion richtig verstehst und umsetzt, wie es Allah Azza wa Jalla von dir verlangt. Und dann, liebe Geschwister, gibt es noch Aufgaben, bevor der Festtag ist. Wahrscheinlich ist das am Dienstag, kann auch Montag schon sein. Werden wir euch inshallah informieren rechtzeitig, je nach der Mondbesichtigung. Aber was ist noch zu tun? Das heißt, ab der 29. oder schon 28. Nacht kann man Zakatul Fitr abgeben. Und Zakatul Fitr ist Pflicht für jeden muslimischen Mann und Frau und für jeden Familienangehörige, die man unter seinem Obhut hat, soll man bezahlen. Es sei denn, nur bei schwangeren Frauen für das Kind im Muttersbauch, das ist empfohlen und nicht Pflicht. Für alle anderen, die man unter seinem Obhut hat, muss man eine Maßeinheit von einem Mahlzeit von Essen, ein Sa, muss herausgebracht werden. Und das soll als Essen gegeben werden. Und wenn es gibt Verein, Moschee, die das als Geld sammelt und die Aufgabe dann übernimmt, dann muss man ihn mündlich mit der Zunge auch beauftragen, dass man sagt, ich beauftrage dich, dass du mein Zakatul Fitr an die Bedürftigen weiterleitest als Nahrungsmittel, nicht als Geld, sondern er nimmt das als Geld und kauft damit Nahrungsmittel und verteilt das in den letzten Nächten von Ramadan und spätestens, er muss das verteilen vor dem Festgebet. Vor dem Festgebet, er muss das verteilen. Und dann gibt es noch eine andere Sache, allgemeine Zakat. Viele Muslime achten auf Zakatul Fitr, aber sie achten nicht auf das allgemeine Zakat, was man geben muss von seinem Besitz. Allah Azza wa Jalla hat das Zakat von der Säule des Islams gemacht und erwähnt immer das Gebet mit dem Zakat zusammen öfters in Quran und Karim. Und der Gesandte alayhi salatu wa salam sagt, dass das Zakat niemals den Besitz verringert, sondern Allah wird dir immer mehr geben und das ein Anteil der bedürftigen, armen Menschen. Und es gibt Sorten von Zakat. Zakat, die man vor einem Jahr bezahlen muss, wie zum Beispiel bei jeder Agrarprodukte, was man gepflanzt hat, von Getreide oder von Reis oder Rosinen oder Datteln, wie es in Sunna gekommen ist, oder Vieh, was vor einem Jahr schon Entbehrung macht. Und es gibt Dinge, wo man immer einem Jahr später bezahlen muss. Und das ist Handelswaren oder Besitz, Gold und Silber, Devisen, Sparbücher und so weiter. Davon muss man abgeben. Für Agrarprodukte gibt man 10% ab, was von dem Erzeugnis rausgekommen ist. Und wenn es mit Hilfe war, mit Wasser, dass man Bewässerung bezahlt hat, man hat Medikamente benutzt für die Bäume, Pflege und so weiter, dann zahlt man nur 5%. Und wenn das Handelswaren sind oder Ersparnisse oder Devisen, Gold und Silber, dann zahlt man 2,5% ab bei Gold und Silber und bei bares Geld ist die andere Bedingung noch, dass es mehr als 83 Gramm Gold sein müssen. Das heißt, wenn es weniger als 83 Gramm Gold ist, dann zahlt man nicht. Aber wenn es mehr ist, dann berechnet man die gesamte Menge und zahlt davon 2,5% ab. Und das ist das Recht Allahs, was man den Bedürftigen geben soll. Und die Bedürftigen sind alle Menschen, die arm sind. Alle Menschen, die nicht ihre Monatsgehalt ausreicht zum Überleben. Das heißt, er ist immer im Minus. Der ist immer noch mittellos. Er kann nicht Geld sparen, sondern das, was er verdient, reicht nicht aus, am Ende der Monat damit zu überleben. Er hat immer noch Monatsverschuldungen.
und eine andere Person, die das bekommt, liebe Geschwister, sind Verschuldete. Verschuldete Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, seine Schulden selber zu bezahlen. Wenn er in der Lage ist, seine Schulden, die Raten abzubezahlen, dann er bekommt keinen Zakat. Aber du weißt, er kann die gar nicht mehr zurückzahlen, er hat kein Einkommen mehr, dann darf man ihm geben. Und genauso jemand, der unterwegs geblieben ist, und er hat kein Geld, das irgendwie zu beschaffen, und er kommt auch nicht an sein Geld ran, dann kann man ihm von dem geben. Und genauso jeder bekommt Zakat, der im Dienste Allah ist. Das heißt, wie Lehrer, der arbeitet für Allah Azza wa Jalla, oder ein Prediger oder jemand, der sich bemüht auf Allahs Sache. Das heißt, er kann das Zakat bekommen. Warum? Weil er kein anderes Einkommen hat, darf man ihm das geben. Und genauso, liebe Geschwister in Islam, ist es empfohlen, den Zakat in seiner Umgebung zu geben und nicht irgendwo nach außen zu schicken, sondern deine Brüder, die mit dir in derselben Moschee beten, in derselben Stadt leben, in deiner Umgebung sind, von Verwandtschaft, die haben mehr Recht als andere. Deswegen ist es Zakat und Fitr was anderes und Zakat ist was anderes, darf man nicht verwechseln. Und beides hat Allah Azza wa Jalla Pflicht gemacht. Und eine andere Sache, liebe Geschwister, ist das Festgebet. Inshallah, wahrscheinlich, wie gesagt, am Dienstag oder schon einen Tag vorher, wissen wir nicht, wird der Festgebet sein. Und vom Festgebet gibt es auch Pflichten. Einer der Pflichten ist, dass jeder Mann, der einheimisch ist, nicht auf der Reise ist und keine Entschuldigung hat, dass er muss zum Festgebet kommen. Für die Frauen ist Sunnah, ist es empfohlen, teilzunehmen, aber müssen nicht. Die Männer, die müssen teilnehmen, wenn er nicht auf der Reise ist und keine Entschuldigung islamischen hat. Und es ist empfohlen, wenn man kommt zum Festgebet, dass man bestimmte Sachen tut, dass man ganz Körper wäscht, dass man neue Kleider anzieht, dass man Takbirat bis zum Festgebet ausspricht, dass man, wenn möglich ist, zu Fuß zu kommen, dass man vor dem Festgebet ein paar Sachen gegessen hat, Süßigkeiten mit ungerade Zahl, wie die Datteln zum Beispiel, damit man nicht den Gefühl hat, dass man noch fastet. All das sind Sunna, liebe Geschwister, was jeder Muslim versuchen sollte zu praktizieren. Denn der Festhalten der Sunna ist eine Rettung und ein Nutzen. Und das Fernbleiben ist eine Katastrophe. Denn leider im Festtag werden viele Sünden gemacht. Leute, die gar nicht berechtigt sind zu feiern, auf einmal siehst du sie feiern und sie beeinflussen noch die Gottesfürchtigen mit Sünden, indem sie Sachen erfinden, was Bid'ah ist, oder sie machen Ungehorsamkeiten und Verschwendungen gegenüber Allah Azza wa Jalla und gegenüber ihren Geschwistern. Und so ist das nicht islamischer Festtag. Und ihr sollt wissen, dass der Muslim hat nur zwei Festtage. Einen dritten Festtag gibt es nicht in Islam. Und das ist das, was im ersten Schawal sein wird. Das Festtag von Ramadan Ende und der Opferfesttag. Das sind die beiden Festtage, was Allah den Gläubigen gemacht hat. وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ich rufe nochmal alle Geschwister auf, sich mit Allah Azza wa Jalla zu versöhnen in diesem heiligen Monat und mit sich abrechnen, bevor es nicht mehr möglich ist, mit sich selber abzurechnen zu können, bevor man abgerechnet wird. Deswegen nützt diese letzten Tage richtig aus in Gehorsamkeit. Versucht den Glauben zu Allah zu stärken. Fragt dir diese Fragen. Wie oft war ich in der Moschee? Was habe ich getan in Ramadan für Muslime? Habe ich einen Muslim gespeist? Habe ich was gespendet für Islam? Habe ich was Nützliches getan, was mein Iman stärkt? Was hast du getan von Gottes Erwähnungen, von Adhkar? Wie viel Koran hast du gelesen?
wie viel Pflichtgebete hast du versucht, in der Moschee zu beten? Was tust du, dass du deinen Fasten schützt, dass es ohne Sünden abgeschlossen wird? Was tust du, dass du diese Nachtgebete in der Gemeinschaft, in der Moschee verrichtest? Deswegen all diese Fragen sollst du jetzt zwischen dir und Allah Azza wa Jalla beantworten und dann von ihm Hilfe verlangen, dass er dir hilft, standfest zu bleiben. Denn wir brauchen starken Iman und starken Standfestigkeit. Denn die Versuchungen sind sehr viel. Und wir leben in einer Zeit, wo der Untergang der Erde sehr nah gekommen ist. Das heißt, liebe Geschwister, wenn man nicht aufpasst, wird man nicht nur sein Fasten verlieren, sondern sein ganzes Religion. Sein ganzes Religion kann man verlieren. Deswegen, damit das nicht passiert, müssen wir noch mehr in der Gemeinschaft sein. Uns noch mehr für Allah lieben. Uns noch mehr aufklären in der Religion. Und Allah verlangt richtige Frömmigkeit, keine falsche Frömmigkeit. Heute leider viele Muslime haben eine falsche Frömmigkeit. Und diese Frömmigkeit wird ihnen nicht nützen. Und Allah wird sie dafür bestrafen. Die richtige Frömmigkeit kann man nur erreichen, wenn man Wissen hat. Denn der Gesandte, alayhi salatu wassalam, sagt, فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ. Dass man mehr Wissen hat, ist besser als mehr Anbetung zu haben. Und Allah hat den Gläubigen das Gleiche befohlen, was er den Propheten befohlen hat. Das heißt, du musst versuchen, das Gleiche zu tun, was die Propheten gemacht haben. Das ist keine Ausrede, dass du sagst, ich bin kein Prophet. Nein, du bist kein Prophet und du wirst auch niemals ein Prophet werden. Aber Allah hat dir dieselben Regeln aufgesetzt, was er den Propheten, alayhi salatu wassalam, und allen Propheten aufgegeben hat. So müsst ihr das, liebe Geschwister, diese Sache ernst nehmen. Denn das Leben ist kurz. Denn du weißt nicht, ob du einen zweiten Ramadan wieder erleben wirst. Möge Allah Azza wa Jalla unsere Fasten annehmen. Möge Allah Azza wa Jalla unsere Gebete in diesem Monat annehmen. Möge Allah Azza wa Jalla uns zu den Glücklichen machen, in Dunya und im Jenseits. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala unseren Sünden vergeben. Möge Allah Azza wa Jalla unsere maßlose Verhalten verbessern, dass wir zurückkehren zu seinem Buch und festhalten an dem Weg des Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass wir den Geschmack des Imans erreichen. Möge Allah uns den Geschmack des Imans erreichen lassen. Möge Allah, unser Herr, der Alabama, der Allmächtige, der Barmherzige, der Allwissende, der Allsehende, der Allhörende, der Allbezwinger, uns so machen, dass wir bessere Muslime sind als vorher, vor Ramadan. Und dass wir standfest bleiben bis zum Tod. Und dass wir als Muslime sterben mit vollem Glauben. Dass wir glauben an Allah, an seinen Gesandten, an dem Islam. Und das so ausführen, wie er das möchte. Und zum Abschluss berichtet Allah Azza wa Jalla über sich selbst. Und hat dann über seine Engel berichtet. Dass Allah und seine Engel erwähnen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Segen. So hat Allah den Gläubigen Pflicht gemacht, dass sie sollen den Gesandten mit Segen erwähnen. Und Allah Azza wa Jalla sagt im Koran al-Karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi bihi ashara. Und wer mich einmal erwähnt mit Segen, so wird Allah Azza wa Jalla ihn bei sich zehnmal erwähnen. Und der Gesandte alayhi salatu wassalam hat uns sogar beigebracht, wie wir ihn erwähnen sollen, indem er gesagt hat, so sollt ihr sagen, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة
سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح.